So, da kommt die begleitende Polizei bereits. Das heißt, also in Kürze, da kommt schon der Sieger. Da fährt der Sieger ein, meine Damen und Herren. Und jetzt brauchen wir wieder euren Applaus. Meine Damen und Herren, euren Applaus braucht man jetzt wieder. Es ist ein ÖMTC Rekascotlatella Fahrer im Outfit von ÖMTC Rekascotlatella. Die Nummer 130, Rick Benjamin von ÖMTC Rekascotlatella, holt sich hier die Hungerburg Klassik den Sieg. Da kommt der zweite Fahrer. Das müsste Handel, schauen wir mal, die Nummer 125, das ist Handel Philipp, der Sieger in Maurach. Handel Philipp, heute auf Platz 2 von ÖMTC Kleidermeier-Inzing. Auch eine tolle, grandiose Leistung von der Nummer 127 von Morians Fabian, der gestern in Altbach gewonnen hat. Hier kommt der Bürger, das ist, müsste Moser Benjamin sein, schauen wir mal. Er schaut sich noch um. 221, ja, das ist Moser Benjamin vom Aachensee im Dienst und vom AC Wörgl, der gesamtführende 133 auch im Boot hier. Das ist Gamper Patrick, auch hier ein ganz starker Fahrer. Da kommen schon die Mädels herein. Und die Nummer 220 auch. Das ist Ebner Susanne. So, ich verstehe den Zuschauern den ganzen Platz. 129, das ist der Gruber Fabian. So, wir sehen auch die Nummer 128 im Ziel, 128 den Ebner Daniel und die 218, das ist ein Mädel, die ist Schweinberger Katrin von IMTC RC Tirol. Hier ist auch die Obfrau da, die Birgit Wösetschläger, Florian der Lofra, wie heißt man den Lofra, Alexander Hassmann. Ein weiteres Mädel kommt hier rein, ja, jetzt geht Schlag auf Schlag, 1,7 Kilometer. 216 auch bei uns im Ziel, 216 die Gürtler Lisa Maria und 126 war der Kainz Fabian. Im Ziel auch die 215, das ist die Ebner Julia, ebenfalls von RC ÖMTC Tirol. Ein ganz junger Fahrer von Kreidel Thomas von Raiffeisenrad in Tirol, die Nummer 134 ist Klingler Marco. Marco, haben wir Startlisten zum Verteilen zufällig? Keine? So, Applaus für den zweiten Fahrer hier von Kreidel Thomas, die Nummer 136, ebenfalls Raiffeisenrad im Tirol, Kreidel Alexander. Ja, meine Damen und Herren, die Hungerburg-Klassik mit den Jüngsten hier geht in Kürze zu Ende. U13.15 und die Mädchen sind gestartet. Und mit Brick Benjamin ein würdiger Sieger hier. Ein weiteres Mädel fährt hier ein von Stanger Kitzbühel, von Radsport Stanger in Kitzbühel, die Nummer 219. Das ist Sandra Reisenhofer, Radsport Stanger Kitzbühel. Und heute hier die Hungerburg-Klassik. Ja, hier wollen wir wieder Berggemsen heranziehen, natürlich, die einmal in die Fußstapfen von einem Georg Dotschek oder von einem Wolfgang Steinmeier, von einem Helmut Wechselberger treten, natürlich Helmut Wechselberger, übrigens auch ein exzellenter Bergfahrer, habe ich noch nie erwähnt, neben Wolfgang Steinmeier war eine Berggemse, auch dieser Heli Wechselberger, Wolfgang Steinmeier natürlich, oder Heini Ecker und wie sie alle heißen, und solche Kaliber wollen wir natürlich auch in Zukunft wieder sehen, hier in Tirol natürlich, und deshalb diese Nachwuchsklassen, und da wird noch gesprintet, meine Damen und Herren, da kommt der Applaus auf der Zuschauer, so schauen Radrennen aus, Mädels gegen Burschen natürlich, ja, und da wird noch alles gegeben, da wird noch an Positionen gekämpft, und der Applaus der Zuschauer ist ihnen gewiss, auch der Nummer 135, das ist der Knapp Daniel. Und das Mädel hier, das hereinkommt mit der Nummer 332, müsste das sein. Schauen wir mal, das 132 kann nicht passen. Bitte das kontrollieren. Ziel. 100. Nein, das war der Moser Benjamin. Bitte das zu kontrollieren.
Ja, meine Damen und Herren, also liebe Mädels, liebe Burschen, Siegerehrung um 18 Uhr. Also bitte das weiter zu sagen an eure Betreuer und eure Älteren. Startet dann also die Siegerehrung heute um 18 Uhr. Also wir wollen das bewusst also später ansetzen. Also wir müssen die Gesamtwertung ausrechnen und leider hat uns unser Werner Unterfrauen ein bisschen im Stich lassen mit der Zeitnehmung. Hätte dann natürlich besser funktioniert, aber wir haben da improvisieren müssen und das ist natürlich nicht so einfach. Also und deshalb, wie gesagt, um 18 Uhr die Gesamtsiegerehrung und auch die Siegerehrung von dieser traditionellen Hungerberg Klassik 2010. So, Achtung, Achtung, es wird wieder spannend, das Polizeifahrzeug. Also Achtung, Achtung, bitte Zieleinlauf freimachen. Zieleinlauf freimachen. Achtung, da kommt es zum Sprint zu einem D-Wein. Fahr aus, Wegel und einen MTC-Reifeisen. Ja, super! 158 gewinnt hier der Bösmann. Patrick schlägt hier die Türe zu. Vor der Nummer 155, den Schütters Patrick sprintet er hier nieder. Von ÖMBC Reikart, leider Meier im Hinzing auf Position 3 momentan. Gratulation der Nummer 155, das ist Wacht Alexander. Ein weiterer Fahrer von Albert Ewein-Wörgl. Es ist die Startnummer 162, der Wöhrer Andi, der heute, ja leider etwas abgeschlagen, aber er gewinnt die Gesamtwertung. Andi Wöhrer, da kommen Fahrer von Thomas Kreidl mit der Nummer 166 herein, auch der Grasmeier Andreas, die Nummer 163 ist der Anfang David, die Nummer 154, das ist der Godardis Maximilian, ÖMDC Rekas Gottlodelle. Achtung, Achtung, er wird noch gesprintet, meine Damen und Herren. Der Applaus darf nicht abbrechen und die Fahrer haben sich alle einen Applaus verdient und da treten sie an zum Sprinter. Diese Burschen von Thomas Kreidls Team, natürlich von Raiffeisenrad in Tirol, lieber Alexander und auch der Stock Mario startet für das Union Raiffeisenrad in Tirol. Zuerst noch ein Fahrer von Thomas Kreidl, Raiffeisenrad in Tirol, dann ein Thema, ein Fahrer aus Wörgl. 168, das ist der Sprenger Michael und der Fahrer von Dewein-Wörgl, das ist die Nummer 161, das ist der Ram Michael. Da kommt noch ein Fahrer mit der Nummer 151, das ist der Feller David und von Illinger Roman, Raiffeisen Unterland, natürlich Illinger Roman. Die Nummer 157, der Fahrer heißt Sutting Alexander. Ja, Kreidl-Team, Raiffeisenrad-Team, stark vertreten, auch die Nummer 169 gehört zu diesem Team, der Stock Johannes. Von MBC Rokas Kurt Ladella, das ist die Nummer 153, das ist der Fjöl Magdias. Eine schwere Übersetzung mit der Bursche herein. Es ist die Nummer 152, das ist der Rosé Daniel. Soll ich mich da nicht einstellen? Bitte weiter von. Ich muss da bleiben. Ja, der hat den Bus im Windschatten heraufgezogen. Ja, ja, da haben wir ein tolles Publikum. Also, man sieht auch, Spaß kommt nicht zu kurz hier. Und tolles Publikum natürlich, tolle Stimmung hier, fast ein Flair wie bei der Tour de France auf den Bergen. Tausende von Zuschauern, ja, hier bei dieser Hungerberg-Klassik. Wünschen wir uns natürlich gerade. Aber ich darf wünschen, dass ja, noch was wichtig, die Gesamtsiegerehrung und auch die Siegerehrung zu dieser Hungerburg-Klassik um 18 Uhr. Sollen wir den Alex fragen, wo wir die genau machen dann, die Siegerehrung? Bei der Wolke 7, hast du das Lokal so? Wir stehen auf Wolke 7, wenn die Fahrer hereinkommen. Und um 18 Uhr dann bei der Siegerehrung auch natürlich bei, oder auf der Wolke 7. Schauen wir, das ist eine schöne Musik, ja. Das war ein Computer mit ihm. Aber die Musik ist eine Nebensache natürlich. Wir konzentrieren uns auf den Zieleinlauf, meine Damen und Herren. Unterwegs waren wir an die U17 und die Juniorinnen. Die Unionen sind um 14.10 Uhr bereits gestartet, sind auch schon 5 Minuten unterwegs und weiterer Fahrer von Union Raiffeisen Rad Team Tirol, das ist die Nummer 165, das ist Prem Lukas.
Ein Demeinfahrer und wieder ein Fahrer von Raiffeisen Rad Team Tirol. Achtung, der Zielsprinter, er kommt an Lasau. Der Wörgler holt sich den Sprint hier, die Nummer 160. 160, der Wörgler holt sich hier, der Ludl Marco, er kommt ja aus Münster. Reicher Kuh, komm spring das Reh.